zu diesem Video. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern an das OBD-Auslesegerät von Topdun. Das kleine handliche, was gar nicht so scheiße war. Ja, Topdun hat gesagt, ja, wir haben hier noch was, guck dir das doch mal an. Und zwar haben sie mir den BT200 Batterietester geschickt. Ja, guckst du mal an, ne? Grundlegend kann ich aber jetzt schon mal sagen, jemand, der ein Auto hat, brauchst du was nicht. Sag ich jetzt schon mal im Vorfeld. Das ist eher was für Leute, die wirklich eine Werkstatt haben oder wie ich mehrere Autos haben mit ja, jeweils eine Batterie, die in irgendwelchen Zuständen sind und man einfach mal prüfen will, oh Mann, Schlachtauto hat, wie jetzt hier Sigi, geschlachtet, eine Batterie drin, die ist nach meiner Meinung gar nicht so alt, aber wir können sie jetzt hiermit einfach mal prüfen. Der steht jetzt schon wieder eine Weile, ohne dass sie geladen wurde. Können wir mal gucken, was das Gerät dazu sagt. Ja, hier habe ich nicht auch noch Batterien rumstehen, können wir auch noch mal gucken. So, packen wir mal aus, oh, gucken wir uns das mal an. Ja, das ist das Gerät, wir haben hier so eine Verpackung, wo man das angucken kann. Ja, finde ich optisch ganz schön gemacht, die Verpackung schon mal. Was man hier, also wir können jede Batterie, also normale, flüssig, Gel, AGM ist glaube ich, die Stopp und Start, EFB, weiß ich aber auch jetzt nicht. Können wir damit prüfen. Ein Batterietest, ob die Batterie kaputt ist, verschiedene Tests und einen Ladetest. So, packen wir es mal aus. Was ist denn hier? Wo ist denn hier die Öffnung? So. Oh, Schaumstoff. So, wir haben zwei Schaumstoffdinger. Achso, das ist damit dran. Das Gerät voll gummiert. Es fühlt sich wirklich gut an, muss man sagen. Und die Batterie klären. Und eine Anleitung, die gar nicht so dünn ist. Aber ich glaube, die muss ich diesmal lesen. Also schmeiße ich die Anleitung weg. Aber ich bin nicht sicher, ob alles so logisch ist. Wir haben auch Deutsch hier drin. Also auch mit deutscher Anleitung. So. Die Kabel sind fest dran. Die sind nicht leicht, also es macht wirklich einen sehr wertigen Eindruck, muss ich sagen. Gut, gehen wir an die Batterie. So, bevor ich die Anleitung lese, probieren wir mal selber aus. Batterien oder so kommen hier nicht rein, es wird wohl über die, ich würde sagen, es wird wohl über die Batterie an sich gespeist, was bei einer leeren Batterie natürlich ein bisschen nicht so gut funktioniert, aber müssen wir mal gucken. So. Es geht an. Batterietester. Topdun. BT200. Enter. So. Erstmal Sprache auswählen. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, dass wir hier auch Sprache auswählen können. Deutsch ist dabei. Ne, ich will nicht Französisch, ich will Deutsch. So, steht ja auch Batterietester. So, könnte sein, steht auch Batterietester. Batterietest, Starttest, LAN-Test, Bewertungsdaten können wir machen. Auch doch ganz simpel als gedacht. So, ich stelle die Kamera so hin, dass ihr das Display sehen könnt. Und dann testen wir die mal durch. So, so solltet ihr das eigentlich erkennen. Wir gehen jetzt mal in den Batterietest. Okay, ist eine Standardbatterie, hoffe ich mal. Was muss man jetzt auswählen? DIN, ne? Also steht das auf Batterie drauf. Warte, meine Güte. Okay, da sind verschiedene Standardbatterie schon richtig, da sind verschiedene Testverfahren, die es da gibt. CGA ist Cold Cranking Ampere International Batterieverband Standard. Es bedeutet, umso kälter die Batterie, umso besser fließt der Strom, allgemeine Bestimmung.
750. Huh. Mein Gott. Aha, jetzt passiert was. Okay. Gesundheitszustand 89. 95% geladen, 12,57 Volt. Batterie ist okay. Achso, kommen wir zurück. Ja, da sind schon verschiedene Tests. Wir drücken jetzt einfach mal durch. Das ist, also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist kein Spielzeug, was man sich einfach so holt, weil man eine Batterie hat. Man sieht, man kann da schon sehr viele Sachen mitmachen. Das ist eine tolle Aussage. Da müssen wir das Auto starten. So, wir nutzen jetzt Edgar, weil der springt an. Machen wir jetzt nochmal. So, wir haben nochmal getestet. Batterietest. Standard, die haben wir nur eine 45. Ich werde jetzt nur, ich kann jetzt nicht jeden Test zeigen, glaube ich, sind nur morgen hier im Video drin. Okay, bitte laden. Erkennt, dass die Batterie schon ein bisschen schwächer ist. 42% gesund, 5% geladen. Okay. Starttest. So, ankurbeln, damit meinte Auto starten. Start erkannt. Das ist normal, ja. Wir fahren mal Ladentest. Ah. Ladespannung okay. Okay. So. Ja, man kann eben verschiedene Tests machen. Zustand der Batterie, die sind hier hinten aufgelistet. Was die alles bedeuten, wofür die sind, welche Standard das sind. EN, europäischen Standard, dahingehend kann man die Batterien prüfen. Ich wollte jetzt nicht alles sagen, das führt ein bisschen zu weit. Ja, was haltet ihr jetzt hiervon? Ich finde es gar nicht schlecht. Es liefert mehr Daten effektiv als ein Multimeter, weil man da drauf will, zu gucken, wo es lädt. Man kann die Batterien intensiver prüfen. Für mich hier, der 3-4 Fahrzeuge hat und auch noch verschiedenste Batterien, ist das gar nicht so schlecht, um einfach mal so ein bisschen den Zustand, zum Beispiel beim Starten des Autos, lädt es vernünftig etc. pp. Damit bewerten zu lassen. Es kann eben mehr als ein Multimeter. Aber wie gesagt, für jemanden, der nur ein Auto hat, keine Halle hat und das nur für sich holen will, ist es einfach, ja, hat zu viel Funktion und ist zu teuer. Dafür reicht ein Multimeter. Ja, in dem Sinne, wenn euch das interessiert, unten ist ein Link nach Amazon. Wenn ihr darüber bestellt, das Ding oder auch von uns was anderes, wenn ihr so was bestellt, dann unterstützt ihr mich auch noch ein bisschen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.